Die Jubiläumsausgabe des Rheinisch-Bergischen Kalenders birgt in der Ausgabe 2010 wieder umfassende Informationen aus der Region. Der verantwortliche Redakteur Dr. Norbert Orten, Verlagsleiter Hans-Martin Haider und die Pressesprecherin des Rheinisch-Bergischen Kreises Birgit Beer stellten die 80. Ausgabe vor. Der Bergische Kalender, der wurde gegründet im Jahre 1919 von dem Berufsschullehrer August Kirspel. Und ich hatte eben schon in der Pressekonferenz gesagt, ich glaube, er konnte nicht erahnen, welche Erfolgsgeschichte er in dem Jahr 1919, also vor 90 Jahren, damit losgetreten hat. Denn wir haben heute die 80. Ausgabe, die wir hier vorstellen. Und der Rheinisch-Bergische Kalender ist auch nach diesem langen Zeitraum immer noch eine Erfolgsgeschichte, der Jahr für Jahr seine Leser erfreut. Schöne Anekdote war eben Länge, Breite, Höhe, drei Dimensionen. Die vierte Dimension ist die Zeit. Sie haben eine besondere Finesse eingebaut, nämlich eine fünfte Dimension in dem Kalender. Genau, wir haben uns also für dieses Jahr überlegt, mal was ganz Neues zu bringen. Wir haben nämlich auf einer Seite eben auch nicht nur Geist und Auge angesprochen. Wir tun noch etwas für den Geruchssinn. Wenn Sie in das Buch schauen, werden Sie auf Seite 9 ein Bild entdecken, eine bergische Apfelweide. Und wenn Sie da mit der Hand drüber reiben und da mal dran riechen, dann entfaltet sich der Duft von frischen Äpfeln, von sonnengereiften Äpfeln. Jetzt ist der Begriff Kalender ja auch ein bisschen verwirrend. Es ist ja wirklich tatsächlich ein großes Buch geworden. Es ist ja ein richtiges Jahrbuch. Können Sie da ein bisschen was sagen, was so ein bisschen inhaltlich im Abriss drin vorkommt? Ja, nochmal zum Kalender, da muss man auch wieder in die Historie gehen. Also ursprünglich war es tatsächlich ein großes Kalendarium, was wir hier hatten, mit Namenstagen, also ein richtiges Werk, mit dem man auch arbeiten konnte, auch kalendarisch arbeiten konnte. In den letzten Jahrzehnten hat es sich dann wirklich entwickelt zu einem Jahrbuch mit Themen aus der Region, Themen zu Persönlichkeiten, zu Menschen, zu Unternehmen, aber auch historische Geschichten, aber auch ein unterhaltender Teil. Es ist also eine bunte Palette mit Beiträgen aus dieser Region. Der Rheinisch-Bergische Kalender hat in diesem Jahr 290 Seiten, mehr Seiten als im vergangenen Jahr. Der Aufbau folgt einer Konzeption, die wir seit einigen Jahren haben. Es gibt also Berichte zur bergischen Geschichte, zu bergischen Persönlichkeiten. Dann haben wir einen Beitrag über Unternehmen, über Einrichtungen im Kreisgebiet. Es gibt ein Kapitel, was sich mit der Natur beschäftigt, mit Wanderungen durch die Natur, aber auch mit interessanten Tieren, die es hier im Bergischen Land zu beobachten gibt. Der Kalender wird abgeschlossen von einer umfangreichen Chronik, in der die Ereignisse des vergangenen Jahres aufgelistet werden und mit einer Übersicht über Ehrungen und Auszeichnungen, die im vergangenen Jahr an verdiente Bürger im Kreis verliehen wurden. Jetzt findet im Kalender ja nicht nur das geschriebene Wort statt, sondern auch Bilder sind zahlreich vorhanden. Können Sie ein bisschen was darüber erzählen? Ja, die Bildauswahl ist sehr, sehr vielfältig. Wir haben natürlich viele historische Fotos, wenn es sich um historische Beiträge handelt, aber wir haben gerade, was das Kalendarium anbetrifft, sehr interessante Fotos unter dem Thema Herzen der Natur. Unter diesem Aspekt kann man eigentlich jetzt mal die Zuschauer neugierig machen, nachzuschauen im Kalender, was darunter zu verstehen ist. Dann werden durch aktuelle Fotos die einzelnen Kapitel mit Aufmacherseiten dargestellt und Herr Haider hat es ja auch schon erwähnt, es gibt also eine schöne Aufmacherseite, die nicht nur sehr schön aussieht, sondern auch einfach duftet. Der Rheinisch-Bergische Kalender 2010 ab sofort im Handel. Auch im Internet unter www.bergischer-kalender.de.